Hallo Freunde und willkommen zurück zu Ultima Online. Die heutige Folge ist nicht in direktem Zusammenhang mit Ultima Ascension. Das war ja in den letzten Folgen immer so, dass es auf Ultima Ascension einen Ort gab, ich den auch in Ultima Online gezeigt habe und umgekehrt. Das wird heute nicht der Fall sein. Heute geht es um was anderes. Vielleicht seht ihr es auch schon. Ich habe da eine schicke blaue Rüstung an. Es hat sich also die Rüstung geändert, aber nicht nur das, es hat sich auch der Charakter geändert. Ich kann den ja gerade mal aufrufen hier, da seht ihr, der hat den Namen Kryo, ist also zum ersten Mal ein männlicher Charakter. Heißt so wie ich in YouTube, also in YouTube heiße ich ja Kryo World, aber nur weil es mein Kanal ist, mein Nickname normalerweise im Internet ist Kryo. Ja, und den habe ich mir vor wenigen Tagen erstellt. Dann hatte ich ja in der letzten Folge mehrmals gesagt, ich habe da was entdeckt bei Origin. Origin ist der Online-Shop von Electronic Arts. Dort gibt es, ja, ich weiß gar nicht genau den Fachausdruck, auf jeden Fall ein Skill-Paket zu kaufen. Dieses Skill-Paket erlaubt es einem, 5 Fähigkeiten auf den Skill von 90 zu bringen. Zusätzlich kann man 225 Stats-Punkte, also Stats, das ist Geschicklichkeit, Intelligenz, Stärke und so weiter, 225 Punkte vergeben. Das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ich habe letztendlich genau den gleichen Charakter wieder. Wir haben einen Magier, nur dass ich eben euch aufgrund dieser höheren Skills jetzt schon wesentlich mehr zeigen kann. Dann vielleicht vorab auch noch eine andere Information. Ich wurde zumindest von einer Person angeschrieben, die gesagt hat, hey Kryo, mach das nicht, das ist nicht gut. Und ich gebe dieser Person uneingeschränkt recht, denn ich bin grundsätzlich gegen sowas, ja. Man sollte sowas nicht kaufen, man darf sowas nicht kaufen, denn das hat ja einen Sinn. Wenn man sich jetzt einen Charakter erstellt, der von Anfang an mit Level 90, also ich sage jetzt schon Level 90, mit einem Skill von 90 in den wichtigsten Fähigkeiten startet, dann hat man natürlich vieles verpasst. Das heißt, der Weg zu Level, ich sage schon wieder Level, der Weg zu einem Skill von 90, der dauert ja normalerweise ja einige Wochen. Vielleicht schaffen es auch manche in ein paar Stunden, keine Ahnung. Aber ich sag mal, bei normaler Spielweise dauert das mit Sicherheit einige Wochen. Und in dieser Zeit erlebt man ja einiges in Ultima Online. Das sind natürlich Sachen, die einem fehlen. Und alleine aufgrund dieser Tatsache, dass man das eben nicht weiß, sollte man sowas nicht tun. Ich habe mich für diesen Schritt entschlossen. Und da ich zum einen denke, ich kenne mich zwar nicht mehr so gut aus bei Ultima Online, aber zumindest habe ich es früher mal intensiv gespielt, mehrere Jahre. Irgendwann Ende der 90er, Anfang 2000er, als dann die Drammel-Erweiterung kam, habe ich dann so langsam aber sicher aufgehört. Heute hat sich Ultima Online natürlich immens verändert, ganz klar. Normalerweise dürfte ich mir das auch nicht erlauben, sowas zu kaufen, von dieser Seite her. Aber auf der anderen Seite her, habe ich leider oft nicht genug Zeit, Ultima Online privat zu spielen. Und deswegen zieht sich das immer und immer weiter, bis dann irgendwann mein Charakter besser ist und ich euch vielleicht das ein oder andere zeigen kann, was ich euch eben nicht zeigen konnte mit einem niedrigen Skill. Und genau dieses Problem habe ich jetzt dadurch in den Griff bekommen. Ich finde es grundsätzlich schlecht, aber in der Ausnahme, dass ich heute euch diese Videos zeige und euch möglichst viel zeigen will, habe ich gesagt, okay, ich mache das mal. Das so viel. So, was machen wir heute? Erstmal auf die Uhr schauen. Okay, 20 Minuten. Ich mache mal meine Tasche auf. Ihr seht, da ist das Chaos. Ich habe eben schon mal eine Probeaufnahme gestartet. Da ist was schiefgegangen. Sonst hättet ihr gesehen, wie das Ganze hier in meiner Tasche gelandet ist. Ich habe hier verschiedene Runenbücher. Die sind alle leer. Die habe ich geschenkt bekommen von Nina Luna. Die hat mir die mal vermacht. Die sind alle leer. Da können wir Runen reinsetzen. Ich habe hier mir 4 Stück in diese Tasche gepackt. Ich lege die da mal schön hin. Und dann habe ich hier noch 20 leere Runen. Die können wir beschreiben. Das machen wir auch gleich. So, die eine Rune ist schon voll. Recall Rune for the City of Britain. Achso, da habe ich getestet. Genau. Ich mache das hier mal so ein bisschen ordentlich. Ja, super. Jetzt haben wir die eine Rune da reingeballert. Und hier ist irgendwie das Bild. Da ist was faul. Wo ist denn jetzt die Rune hin? Die habe ich ja eben gerade reingeballert. Komm, ich lasse die erstmal so. Warte mal, ich räume nochmal die Rune dahin. So, das Geld müssen wir auch mal zur Seite räumen gleich. Ja, ich weiß, das hätte ich alles schon machen können, ne? Da war der Kryo wieder faul gewesen. So, hier hin. Dahin. Wir haben es gleich. Jetzt habe ich das Gold in der Hand, das lege ich mal dahin. So, sehr schön. Ich habe mir gedacht, wir machen uns eine eigene Runenbibliothek. Die Städte von Britain, was rede ich denn? Die Städte von Drammel und die Dungeon-Eingänge von Drammel.
Problem ist, die alte Rundbibliothek, wo wir die ganze Zeit immer waren, da hat der Besitzer leider dieses Haus auf privat gestellt. Das heißt, wir können es nicht mehr benutzen, wir können da gar nicht mehr hingehen. Das ist natürlich auch sehr ärgerlich, denn das heißt, um jetzt eine Runenbibliothek selbst zu machen, müssten wir wirklich zu Fuß hingehen zu jedem Ort. Das ist natürlich ärgerlich. Hier gibt es mit Sicherheit noch mehrere Runenbibliotheken, aber ich kenne nur die eine. So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Wir müssen nämlich aufpassen, wenn wir eine Rune markieren, dann sollte es an einem Ort sein, wo nicht so viel los ist. Denn wenn wir später dorthin recallen wollen, dann darf da niemand stehen. Wenn da jemand steht, können wir nicht hinrecallen. Tja, und wenn man mal in Not versucht abzuhauen, dann und dieser Platz ist blockiert, wo man hin recallen will, dann hat man ein Problem, dann ist man nämlich meistens tot. So, wir nehmen eine Rune zur Seite, diese hier. Wir haben jetzt hier dieses Symbol Mark. Ich zauber das mal und ich klicke mit meinem Fadenkreuz auf diese Rune. So, sehr schön. Jetzt werde ich die Rune benennen, und zwar nenne ich das einfach mal Home. So, das ist die Home-Rune. Da steht jetzt hier auch drauf, Recall Rune for Home dran. Und das tun wir mal ins oberste Buch. So, und ihr seht hier, da ist der erste Platz Home. Jetzt können wir hier noch das Book renamen. Drammel nennen wir das einfach mal Stadt. So, dieses Runenbuch heißt Drammel Stadt. Hätten wir auch Städte nennen können oder Cities, ist jetzt egal. Und die erste Rune ist drin. Das ist das Zuhause. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal nach Britain gehen, weil Britain ist hier die Hauptstadt. Und werden dort die nächste Rune anfertigen. Und zwar am besten bei der Bank hier. Wo steht eher selten jemand? Ich würde fast sagen, hier hinten steht eigentlich nie jemand. Und deswegen machen wir hier das Gleiche mit der nächsten Rune. Wir nehmen mal die hier. So, und die nennen wir logischerweise Britain. Britain WBB oder WB Westbank. Westbank, genau. Weil das dieses Gebäude hier die Bank ist und es gibt hier noch eine in Britain, deswegen Westbank. So, wir schauen uns das nochmal an. Sehr schön, haben wir zwei Runen. Gut, was haben wir denn eigentlich noch für Orte? Das Problem ist, wie gesagt, dass wir diese alte, andere Runenbibliothek nicht mehr benutzen können. Da der Besitzer das leider auf privat gestellt hat. Sonst wäre das jetzt wirklich sehr einfach gewesen. So, hier sind wir in New Haven, das ist die Stadt der Anfänger. Auch da suchen wir nach einem schönen Ort. So, ich mache das einfach mal hier. Wir nehmen uns diese Rune wieder raus und markieren sie. So, ich muss sie noch umbenennen. New Haven, ich glaube, da stand sogar schon drauf. Es ist egal, ich tue es jetzt nochmal so neu umbenennen. Und auch hier das wieder ins oberste Runenbuch. So, und damit haben wir schon drei Orte. Ist jetzt kein wirklich neuer Ort, denn das sind ja nur die Orte, die ich vorher sowieso schon hatte. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich würde fast vorschlagen, wir tun zumindest jetzt mal die hier benutzen, die ich hier habe. Dann mache ich mir mal ein eigenes schönes Runenbuch. Im Mittelfristigen will ich natürlich dann probieren, machen wir mal hier, will ich natürlich probieren, mir eine richtig schöne Runenbibliothek zu basteln. Zeige ich euch gleich auch noch. So, auch hier markieren wir wieder. So, die nennen wir wieder um. Und zwar Intrinsic. So, packen wir auch hier wieder rein. Wir können mal auf die Karte schauen, ob das hier vielleicht noch eine Stadt in der Nähe gibt oder so. Was natürlich auch interessant wäre, das wären zum Beispiel diese ganzen Moongates, dass man die praktisch kartografiert. Also kartografiert sind sie ja schon, sonst hätten wir sie ja nicht auf der Karte. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Sie in Form einer Runenbibliothek ablegt. Hier ist es leider nichts in der Nähe. Die nächste Stadt ist diese hier. Das ist Britain. Und hier unten haben wir jetzt gar nichts mehr. Früher habe ich hier mal gewohnt. Jetzt wohne ich etwa, wo wohnen wir denn jetzt eigentlich? Hier, genau. Und da, außer Trinsic, ist da nichts mehr. Scarabre. Lauter Städte, die wir noch sehen. Aber okay, wir machen jetzt erstmal diese Runen, die ich hier habe. Nuyeln. Ab geht's. So. Ich glaube, da gehe ich mal hier hin. Und dann nehmen wir die nächste Rune und markieren sie wieder.
Früher, als ich da gespielt habe, Ende der 90er, habe ich richtig tolle Rundbibliotheken gehabt. Da waren verschiedene Safe-Plätze von Dungeons und so weiter, besondere Plätze. Also ich hatte eine richtig tolle und ausführliche Rundenbibliothek und habe alles Mögliche gehabt. Da habe ich mir richtig viel Zeit gelassen, weil das hat mir schon immer irgendwie gefallen. Nur leider habe ich dann irgendwann logischerweise nicht mehr gespielt und irgendwann ist dann auch mein Tower eingefallen, weil ich eben nicht mehr gespielt habe. So, das war's schon fast. Wir haben hier noch New Magentia. Und das war's auch schon. Okay. Mehr haben wir gar nicht. Die Kalifas Runenbibliothek brauchen wir nicht mehr, weil der hat's ja leider auf privat gestellt. So, das ist New Magentia. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir hier sogar eine Runenbibliothek. Das wär's natürlich, ne? Ich mach das jetzt einfach mal hier hin. So, und hier wieder markieren. Wow, da fehlt mein Spell. Ich bin auch nicht gut genug. New Magentia. Hoffentlich schreibe ich es richtig. Magentia. So. Und auch die kommt wieder hier in das Buch rein. Und damit haben wir die erste Seite des Buches fast voll. Allem voran unser eigenes Zuhause da oben. Okay. Komm, wir gehen nochmal gerade dahin. Vielleicht finde ich ja hier auf die Schnelle eine Runenbibliothek. Das wäre natürlich eine feine Sache, ne? Da ist schon ein Buch. Können wir aber gar nicht anklicken. Mal gucken, ob wir da irgendwas sehen. Das ist auf jeden Fall ein Shop hier. Ach, da war ich vor kurzem. Der leidet auch an dem Schicksal, an dem sehr viele Shops leiden momentan in Ultima Online. Früher gab es an jeder Ecke solche Shops. Also mit diesen Vendoren hier, mit den NPCs, die Sachen verkaufen, in die von Spielern aufgefüllt wurden. Aber mittlerweile stehen zwar immer noch an jeder Ecke so viele Verkäufer, aber die meisten sind leider leer. Das ist so das Schicksal von diesem, ja, leider schon etwas leeren Surfer. Gut. Da hat er sich auch hier eine schöne Theke gebaut. Ganz schön viele Plätze für diese kleine Bar hier. Ich gehe das nochmal ein Stockwerk höher. Aber auch hier ist irgendwie keine Runenbibliothek zu sehen. Schade eigentlich. Hätte ja mal sein können, dass wir Glück haben. Aber sieht nicht so aus. Ich muss da mal fragen, wo noch eine Runenbibliothek ist. Ansonsten müssten wir wirklich das alles hier... Da kommen wir auch nicht rein. Ansonsten müssten wir wirklich das alles ablaufen. Und selbst hier zu den Orten, wo wir in der letzten Folge waren, Buccaneer's Den und Hütloff und so weiter, da habe ich jetzt auch keine Runen dafür. Das ist schon krass. Wir könnten jetzt natürlich das einfach machen. Ich zeige euch das mal. So machen wir das jetzt auch mal. So, wir gehen nochmal nach Britain. Heute leider ohne Pferd. Müssen wir ein bisschen schneller rennen, um das wieder auszugleichen. Ich renne jetzt mal hier zu dem Moongate. Ein Stückchen weiter, ein Stückchen vor Britain ist so ein Moongate. Da kann man sich natürlich so... einen kleinen Trick zunutze machen, indem wir einfach von Moongate zu Moongate reißen und so die Städte abklappern. Aber da diese Moongates in der Regel etwas außerhalb sind, ist es dann auch wieder nicht ganz so effizient. Immer noch besser wie zu jedem Ort zu Fuß hingelaufen, aber eben das Ideale wäre eine fertige Runenbibliothek und wir kopieren das Ganze einfach nur. Ich will euch auch noch was zeigen, gleich versucht mal dran zu denken, denn wir können jetzt auch Gates herstellen, zaubern. Das heißt, wenn ein Krieger und so weiter, die ja logischerweise nicht zaubern können, mit uns auf Tour ist oder on Tour, dann können wir diesem jetzt ein Gate zaubern, durch das er gehen kann und dann kommt er zum gleichen Ort wie mir. Wir probieren das gleich mal. Gleich, wenn ich bei meinem Moongate hier war. Schau mal auf die Karte, doch da vorne ist es. Okay, wir müssen noch ein Stückchen weiter runter. So, und ich glaube, da hat mich eben gerade irgendein Mongbat angegriffen. Ich werde jetzt übrigens auch direkt zwei Folgen aufnehmen. Da liegt ein Buch, was steht da drin? Aha, da kannst du ganze Gold kaufen. Das ist unglaublich. In Rift werde ich voll gelabert, immer mit diesen Goldverkäufen. Hier wirst du voll gelabert bei Diablo. Das ist unglaublich, diese verdammten Goldverkäufer. Die machen auch die ganzen Preise kaputt. Hier ist ein Mongbat. Ich werde das erstmal erledigen. So, und ihr seht schon, dass ich hier so ein bisschen mehr Power habe beim Zaubern. Es ist natürlich wirklich, wie gesagt, noch kein Meister, denn ein Skill von 90 ist eben nur ein Skill von 90 und nicht von 100 oder von 120. Mit Hilfe von Power Scrolls kommt man auch auf 120.
beziehungsweise jetzt drücke ich auf die 3, ich muss auf die F3 drücken, da ist nämlich das nächste Mal im Bett. Und auch der ist erledigt. So, das ist das Moongate. Okay, Britain, Yu haben wir noch nicht. Können wir da hinreisen. So, willkommen in Yu. Da können wir mal auf die Karte schauen, wo die Stadt eigentlich ist. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, und ihr seht auch das hier wieder außerhalb. In Yu ist eigentlich hier. Wir könnten uns das jetzt mal ein bisschen einfacher machen. Warte mal, das machen wir jetzt auch mal. Ich werde mir jetzt hier mal diese Rune nehmen. Die ist schon beschrieben. Die können wir auch wieder überschreiben. So, jetzt kommen wir nämlich immer wieder zu diesem Portal zurück. Wir müssen nicht hier dahin rennen. Und ich werde jetzt einfach mal die nächste Stadt in meine Runenbibliothek, in mein Runenbuch einpflegen. Die ist jetzt gleich hier oben. Und das werde ich dann mal in aller Ruhe machen. Wahrscheinlich offscreen. Ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Das müsste lang. Es ist halt schade. Ich hätte euch gerne jetzt nochmal die ganzen Dungeon-Eingänge gezeigt. Wir hätten es nämlich jetzt richtig schön durchziehen können innerhalb von ein paar Minuten. Wenn denn die eine Runenbibliothek noch offen gewesen wäre, aber war leider nicht der Fall. So, wo ist denn der Eingang hier zur Stadt? Ach, die Stadt ist noch gar nicht Stadt, ist da weiter hinten. Was haben wir denn hier überhaupt Schönes? Was ist denn das hier? Amberth Abbey. Keine Ahnung, was es sein soll. Das gab es früher auch schon. Aber es hat mich schon früher nicht interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir sicher, das ist was ganz Wichtiges, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und wir gehen jetzt mal doch hier weiter in die Stadt. Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt. Da könnt ihr euch schon freuen, wenn ich in Ultima Ascension soweit bin. Das ist nämlich eine richtig tolle Stadt. Fast die tollste Stadt in Ultima Ascension. Da, wo wir jetzt hingehen. In Ultima Online sieht es logischerweise ein bisschen anders aus. Und wieso fangen wir denn immer mitten auf der Karte an? Das ist ja unglaublich. Jedes Mal, wenn ich die Karte aufrufe, bin ich irgendwo in der Mitte. Das sind alles so Dinger, da frage ich mich persönlich, wieso kann man das nicht fixen? Wieso dauert das 100 Jahre, bis sowas mal behoben wurde? Kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Yu oder Ju. Und hier werde ich mir direkt auch meine nächste Rune markieren. So. Ju. So, wir haben den nächsten Ort. Jetzt könnten wir uns rein theoretisch hier schnell machen. Jetzt zeige ich euch mal das Portal. Wir machen mal ein Portal, das ist dieses Zeichen hier. Okay, da sind wir gescheitert. Ist gar nicht so ohne ein Portal zu machen. So, und da kann jetzt jeder durch. Also nicht nur ich, das ist nicht nur für mich, da könnte jeder durch. Und wenn wir da durchgehen, bin ich genau an dieser Stelle wieder. Und wir gehen. Wo gehen wir hin? Komm, wir gehen in Minok. So viel fehlt gar nicht mehr, sehe ich gerade. Wir haben ja fast alle Städte, ne? So, Moonglow fehlt noch zum Beispiel. Wo ist Minok jetzt hier? Minok ist hier unten. Ne, das ist Vesper. Minok ist oben. Da haben wir zwei Städte. Eine tun wir auf jeden Fall hier noch. In die Runenbibliothek. Wieso sage ich nicht mehr Runenbibliothek? Ins Runenbuch. Normalerweise hätte ich am Anfang dran denken sollen, hätten wir am besten gleich von jeder Rune zwei machen sollen. Eine für meine Bibliothek in meinem Haus und eine für die Tasche. Das Schöne an diesen Runenbüchern ist, dass die, auch wenn man stirbt, nicht verloren gehen können. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich eine neue Rüstung anhabe. Weil ich nämlich leider gestorben bin und die alte natürlich nicht versichert hatte. Beziehungsweise doch, ich hatte sie versichert, aber da das ein neuer Charakter war, hatte dieser neue Charakter kein Geld auf seinem Konto. Und jedes Mal, wenn du stirbst, Entschuldigung, hast du die Rüstung nur dann noch, wenn du auch genug Geld hast, das zu bezahlen. Und wenn kein Geld auf dem Konto ist, dann hast du natürlich ein Problem. So, ich musste gerade einen Schnitt machen, weil ich mich mal hier aushusten musste. Entschuldigung. Wir sind auf jeden Fall hier in der Stadt und ich glaube, ich mache das einfach mal hier. Das ist eine schöne Stelle. So. Und hier haben wir Minok. So. Die erste Seite ist jetzt komplett voll. Was fehlt denn noch? Moonglow, Vespa, Buccaneer Stern. Dann weiß ich gar nicht. Wrong? Ne, Wrong ist ein Dungeon. Müssen wir mal gucken, was da noch fehlt, ne?
Komm, wir reisen nochmal schnell zurück. Beziehungsweise, ja doch, machen wir. So, hier durch das. Und dann gehen wir, das war hier. Da fehlen ein paar Städte, sehe ich gerade. Aber logisch, Minok und Vespa war ja sehr ähnlich. Jetzt rennen wir nämlich von hier aus nach unten und dann müssen wir auch in die Stadt kommen. Also in Vespa, wenn ich mich da jetzt noch richtig erinnern kann. Gerade eben vor 2 Minuten habe ich es gesehen, es müsste schon stimmen. Ist natürlich auch wieder ein Stück. Vielleicht hätten wir vorher einfach mal ein Pferd kaufen sollen, dass das Ganze mal ein bisschen schneller vorangeht. Aber ich muss gestehen, dass ich gehofft hatte, dass diese blöde Runenbibliothek noch offen hat. Dann wäre, wie gesagt, das erste Buch schon voll. Aber okay, man kann nicht alles haben und so ist es eben. Der Spieler hat jederzeit das Recht, diese Bibliothek zuzumachen. Und ich gucke jetzt leider in die Röhre. Das müssen wir jetzt alles schön per Handarbeit erledigen. Und das Ganze zweimal, denn Veluca gibt es ja auch noch. Und das ist ja nur die Drammelseite. Hier haben wir einen schicken Friedhof. Den will ich aber gar nicht besuchen. Ich schaue mir noch gerade auf die Karte an. Ich will ja nicht falsch laufen. Wir müssen jetzt hier einfach weiter und dann geht es da vorne runter. Ja, die schießen hier schon Energie. Mit Energiepfeilen auf mich. Können sie gerne machen. Ich renne einfach weiter. Ich will jetzt nicht mit denen kämpfen. Ich will jetzt einfach nur nach Vespa. Und dann fehlt letztendlich noch Moonclaw. Und Buckner Stan. Und das, was ich jetzt vergessen habe. So, weiter, wir müssen hier runter. You're now under the protection of the town guards. Das heißt, wir sind in Vespa angekommen. Und ich würde einfach mal, beziehungsweise, nee, warte mal, wir gehen weiter runter über diese Brücke noch drüber. Dann werde ich mir die nächste Rune anfertigen. Und ich stelle auch gerade fest, übrigens, um mal ein wenig off-topic zu reden, es ist immer noch brutal heiß in Deutschland. Es ist eine Hitze hier, das ist unglaublich. So, diese Stelle nehmen wir. Da machen wir schick Vespa draus. So, Vespa. Submit. So, und damit ist das erste Runenbuch fast komplett. Es fehlt noch Moonglow und Buccaneer Stan. Buccaneer Stan kann man auch so besuchen. Wir schauen nochmal auf die Karte, warte mal. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Wo ist denn von hier aus Britain? Britain ist da vorne. Hier irgendwo. Da irgendwo müsste ein Portal sein, das uns direkt nach Buccaneer Stan bringt. Buccaneer Stan ist hier. Und das Portal müsste... Oder hier. Es ist hier. Das sind wir in der ganzen Nähe. Stimmt, das ist hier, ist Vespa. Da sind wir gerade. Und hier irgendwo müsste dieses Portal sein. Komm, wir laufen das jetzt einfach mal ab. Vielleicht ist es diese Stelle hier. Ich glaube es zwar fast nicht. Aber hier irgendwo war ein Portal. Warte mal, ich laufe da jetzt mal hin. Vielleicht haben wir diesmal mal Glück. Dann laufe ich das gerade mal ab. In der nächsten Folge habe ich übrigens ein bisschen mehr Action geplant. Da will ich euch was Cooles zeigen und da muss ich dann auch unter Beweis stellen, ob ich meine Fähigkeiten, die ich mir gekauft habe, wirklich beherrsche. Denn da geht's richtig rund, das kann ich euch sagen. Momentan machen wir ja nichts. Wir tun hier ein Runenbuch füllen, das war's auch schon. Aber in der nächsten Folge, dann geht's rund, Leute. Da geht's richtig rund und überhaupt geht's jetzt rund, weil ich kann euch alles zeigen oder fast alles zeigen. Und ich kann mich auch unsichtbar machen. Wobei das unsichtbar machen, wir probieren's mal. Manchmal failed. Das ist natürlich tödlich, wenn es im Kampf passiert. Wo habe ich Unsichtbarkeit? Hier. Nee, Paralyse. Invisibility. F9. Das muss ich mir mal merken. Das muss ich mir auf jeden Fall noch vor der nächsten Folge merken. So, jetzt bin ich unsichtbar. Ihr seht, es funktioniert. Und wenn jetzt hier irgendwo ein Monster in der Nähe wäre, dann hätte er uns jetzt sofort aus dem Target verloren und würde wieder seine normalen Wege ablaufen. Und wenn der sich dann verpieselt, können wir wieder still und heimlich weiterrennen. Und das zeige ich euch in der nächsten Folge. So, wo ist dieses Portal? Es war hier irgendwo. Wir müssen mal gucken, vielleicht finde ich es ja. Grizzlybären. Ja, Braunbär, wie komme ich auf Grizzlybären? Guck mal, da hat es sogar eine Tränke stehen. Das ist ja unglaublich hier. Da ist eine Harpie. Ja, irgendwo hier muss dieses Portal sein. Natürlich, wenn man das jetzt so absucht wie ich, dann kann man eine ganze Weile suchen. Ich wollte aber noch Moonglow in meine Runenbibliothek einbauen. Was haben wir denn da? Ein Loch? Komm ich da rein? Stell dir mal vor, da wären wir jetzt reingefallen, ey. Geile Sache. Dieser Ogre oder was es war, der hat uns eben gerade nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum er uns nicht gesehen hat. Macht mir jetzt auch nichts. Und
Und ich glaube, dieses Portal, ja, das werden wir so leicht nicht finden. Nur. Hier ist wieder ein Friedhof. Ihr seht, die Geier, die geiern schon auf mich. Die wollen mich lieber tot als lebendig sehen. Da ist sogar ein Lich. Vor Lichs muss man aufpassen. Die ballern einem da manchmal Flamestrikes rein. Wenn man nicht aufpasst, ist man ruckzuck tot. Na gut, ich finde es jetzt nicht. War ja auch eigentlich klar, dass ich es nicht finde. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu diesem Moongate. Und gehe mal nach Moonglow. Moonglow. Ab geht's. So, jetzt müssen wir hier hoch. Wir können uns mal auf der Karte betrachten. Wie immer auf der falschen Stelle. So, da ist Moonglow. Hier ist der Zoo. Ich glaube, den zeigte ich euch früher schon mal. Interessante Sache, dieser Zoo. Ich habe das früher. Das sind auch so Sachen, die habe ich erst heute gemerkt, obwohl das früher schon da war. Es gab ja diesen Zoo. Gibt es ja eigentlich schon immer. Man kann diesen Zoo befüllen mit Tieren, die man zähmt. Die kann man da abstellen. Was das genau für Vorteile hat, ob das Vorteile hat oder ob das einfach nur Spaß an der Freude ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall kann man das machen. So kann man diesen Zoo richtig schön befüllen. Heute wird er wahrscheinlich total leer sein. Aber früher war der öfters mal voll. Und das Ding hatte ich früher nie gesehen gehabt. Obwohl ich mehrere Jahre Ultima Online spielte. Ich habe es erst heute entdeckt. Es ist unglaublich, was man alles so verpasst in dieser Welt. So, ich stelle mich mal in diese Ecke hier. Ich habe hier diesen Circle of Transparency aktiviert, damit man auch sieht, wenn was in den Ecken, damit man auch sieht, wenn mal was in den Ecken liegt. Deswegen sieht es hier so komisch aus. Ja, super, da haben wir das Falsche angeklickt. Ich habe hier Schuhe angeklickt. Schuhe kann ich natürlich nicht markieren. Wieso habe ich das jetzt ausgezogen? Hallo? Ach so, ich weiß. Na, das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich. Weil diese Rüstung nämlich 25 Stärke benötigt. 25 Stärke ist genau das, was ich habe. Wenn jetzt irgendein Monster, so wie eben gerade an dem Friedhof, zaubert und wir stärker verlieren und es schwächer zaubert, dann zieht der gute Charakter leider von selbst die Rüstung aus. Ja, man kann das umgehen, indem man sich selbst wieder stärker macht. Aber wenn man das nicht merkt, so wie ich eben gerade, dann ist es eben ein bisschen doof. So, und wir haben Moonglow. Moonglow. So, diese Rune fügen wir jetzt auch hier rein. Und damit haben wir schon, ja, schon mal gar nicht so schlecht einen Anfang für unser Runenbuch. Und damit geht's wieder nach Hause. Die restlichen Runen der Stadt suche ich dann, wenn ich alleine bin. Aber wir werden ja sowieso noch alle Orte besuchen. Das heißt, ich nehme immer ein Säckchen mit Runen demnächst. Und dann werden wir immer, wenn wir zu einem besonderen Ort gehen, auch eine Rune machen. Und diese Runen werde ich dann hier da unten, wahrscheinlich hier unten in diesem Räumchen hier, da mache ich meine Runenbibliothek rein und dann werde ich das so stellen, dass ihr das besuchen könnt. Und rein theoretisch könnt ihr dann, wenn ihr wollt und selbst Ultima Online spielt, könnt ihr dann jederzeit diese Runenbibliothek nutzen und geht einfach mal zu den Stellen, die wir in den Filmen hier gesehen haben. Finde ich eine interessante Idee. Ich weiß, allzu viele Ultima Online-Spieler gibt es gar nicht mehr. Das heißt, es werden wahrscheinlich nicht so viele nutzen. Die Idee finde ich aber gut und deswegen mache ich das auch. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es richtig rund geht. Macht's gut, bis dann.